Gelatine. Die Gelatine. Eigentlich finde ich auch zwei Fische. Oder sowas. Oder einer nur. Guck mal. Ach, gewöhnlich. Ganz gewöhnlich. Ja, siehst du mal. Zwei Fische geht schon mal. Neues Rezept. Heißt, das Ding hier kann man viel günstiger herstellen. Mit zwei Fischen. Da geht auch ein Fisch nur. Auch richtig. So wie wir Feuer mit... Warte mal, ich mach mal Brandfleisch. Chili Brandfleisch. Irgendwas, keine Ahnung. Ah, gewöhnlich. Ja, mal den Flammen Chili Soge. Sauge. Es hat nichts gebracht mit dem Fleisch dabei, ne? Ich glaube, das ist das hier, ne? Flammende Chili-Soße. Oh, die habe ich auch schon. Ja, oh, wir wollen zwei Chilis. Das war's. That's it. Da brauchst du nicht. You don't need any more. Brandes Fleisch. Und Kohl oder so. Was soll das bezwecken? Ich weiß es nicht. Mit Milch. Einmal Fleisch nur. Ich nehme einmal Fleisch. Mariniert mit haben wir Tomaten da? Nee, ne? Ein Kraut. Regenerationskraut. Beeren ist für Tränke, glaube ich, gut. Ja, man muss das ein bisschen rausfummeln, ne? Ein bisschen rausfuchteln. Ich mag das ja auch ein bisschen, ne? Sag ich mal, wie es ist. Oh, eine 7. Man jetzt gekriegt. Flammen der Chili-Soße. Moment mal. Ich habe Flammen der Chili-Soße aus was gekriegt? Nochmal zum Mitschreiben. Aus was? Also diese Flammen der Chili-Soße kann man aus vielen Schrott machen, ne? Oder? Okay. Was ist, wenn ich verbranntes Fleisch nehme? Also verbranntes Fleisch gleich. Oh, hab nichts mehr, ne? Doch, da. Verbranntes Fleisch. Okay. Verbrannt gleich scharf. Scharf angebrannt, keine Ahnung. Ist übrigens auch ziemlich nur Dings. Immer heiliges Dings, so. Hat was Leuchtendes? Nee. Ich nehme das Gewürz. Und was? Mal gucken. Mal gucken. Da kommt doch wieder ein Chili-Pot raus oder sowas. Aber dann bitte mehr davon, danke. Ja, tatsächlich. Einfach nur Feuerschale, Pottop. Kein Sinn nicht, also das kriegt man echt billiger hin. Kriegt man echt billiger hin. Okay. Weil guck mal, ob wir hier noch was verbessern können, den Wagen oder so, davon haben wir nicht so viel, ne? Okay, Level 2 haben wir, Level 3 brauchen wir das hier, erforderliche Metallien. Mineralien, wir brauchen auch noch, okay. Ja gut, wir haben wenigstens Level 2 freigeschaltet. Dass wir jetzt Eisenerz zum Beispiel auch kriegen können. Zum Schmieden. Das ist schon mal geil. Aber der Rest, nein, ja. Warum sind die Dinger weg? Okay, aber wir können einen beschwören, ne? Eisenerz können wir auch noch haben. Also kaufen, tralala. Ja gut, man muss halt hier drehen. Kurbeln und wenden und meins Hornblasen? Nope. Actually nicht. Okay, dann lassen wir mal schmieden ein bisschen. Wir wollten ja gucken nach Rüstung. Schmiede 2, ja, das ist dann die Verbesserung. Schmiede, warte mal. Okay, erhält zufällige Basisausrüstung beim Schmieden. Boah, ich hab wie viel? Okay, ich schmied mal ein bisschen, ne? Oh, schön Schwerter und so. Nicer, nicer. Jetzt da runter, ja. Kriegst auch mal irgendwie was zurück. Ja, wie viel Eisenerz habe ich? Schmiede um... Was? Forscher der geschmiedeten Ausrüstung. Achso, wollte ich doch gar nicht haben. Wollte ich doch gar nicht. Nein, wollte ich nicht. So, jetzt haben wir geschmiedet. Das heißt, können wir mal nach der Rüstung schauen von den Leuten. Oh, was? Ein
Wöchentliche Quest, ah, cool. Kriegen wir wieder Erfahrungsdings, Reise, Erfahrung. Das ist schön. Ich wollte ja eigentlich nach den Dings gucken, nach den Charakteren. Also du bist recht ausgerüstet, du bist auch recht ausgerüstet. Standard nicht, warte mal, ist deine Rüstung. Doch, also auf 4. Das sieht man hier teilweise schlecht. Und das sogar auf 5 und 8 und so. Boah, Alter, warum habe ich das so hochgezogen? Sind die Sachen so gut? So, die Heilerin hat nichts. So, dann würde ich gucken. Ein Helm haben wir auch wieder da. LP, LP, LP. Okay, das ist der Grundwert. Verbessern wir das Ganze erstmal auf 4. Gucken, was da rauskommt. Angriff. Okay, eine Heilerin mit Angriffen. Naja, nicht so unbedingt. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir verbessern. Verteidigung ist schon besser. 6% sogar. Prozent ist mal sehr gut. Wenn ich jetzt wüsste, was der Wert Erleuchtung bringt. Eine Heilerin mit Erleuchtung finde ich nicht schlecht. Verkaufen. Nein, anlegen. Ausrüsten. So, ich weiß nur nicht, was dieser Wert bringt. Und Schwert dazu ist auch bestimmt lustig. Sollte irgendwie Angriff haben. Angriff 15, Genauigkeit 15. Okay, Genauigkeit ist nicht nice. Wollen wir verbessern auf links. Lebenspunkte, das ist gut. Eine Heilerin mit Lebenspunkten finde ich super. Ausrüsten, mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte. Können natürlich den Rest auch noch hier verwerten, vergucken, verdütteln. In der Hinsicht. Genauigkeit 9. Okay, er hat auch wieder Genauigkeit drauf. Finde ich jetzt nicht so mega krass gut, aber ja. Ich meine, wenn du buffst und die buffst und... Oh, Lebenspunkte 700 nochmal. Wisst ihr was? Ich versuche mal die Lebenspunkte-Dinger höher zu ziehen. Erleuchtung. Lebenspunkte und Erleuchtung. Oh, das ist schon mal nice. Das Schwert, was sie hat, auch mal auf 8. Verteidigung. Oh, schön. Auch schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob Erleuchtung wirklich... Komm, wir holen das Ding hier auch hoch. Ich hab ein bisschen Geld. Crit-Rate. Aber Crit-Rate finde ich jetzt nicht so mega für eine Heilerin. Eine Crit-Rate zu haben. Aber gut. Bringt das Ding ja auch Lebenspunkte. Und Widerstand. Und ich versuch's mal. Warum nicht? Verteidigung noch mal ein Prozent. Boah, geil. Geil. So, Erleuchtung hat sich auch noch mal. Widerstand. Voilà. Zufällig. Lebenspunkte nochmal oben drauf. Oh, schön. Ich meine, die Heilerin ist ja gut gerüstet. Erstmal. Is all that you believe true? I'm tired of the same old scenery. Lebenspunkte Verteidigung in Prozent. Okay, das ist eigentlich nicht verkehrt. Machen wir auch auf 8 hier. Bumm. Angriff. Oh, schön. Das Ding ist wie für sie gemacht. Ich meine nur, es hat Lebenspunkte dazu. Es hat Verteidigung, weil Frontkämpfer brauchen gut Verteidigung. Und noch Angriff und Prozent. Weil, ja, Angriff ist immer gut als Dings. Ne? Und das ist eben auch das Ding. Man müsste natürlich die Sachen auch so ausrüsten, wie sie gut sind. Verteidigung ist auch nochmal hoch. Bei dem Ding finde ich gut. Lebenspunkte noch oben drauf. Komm mal, auch mal ein kritischer Schaden. Oh, schönes Ding. Auch noch mal Lebenspunkte. Okay, die überlebt jetzt länger, aber sowas von. Oh, scheiß drauf. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Angriff 33 und Lebenspunkte Prozent und Kritrate hoch. Schönes Ding. Schönes Ding. Sagt eigentlich auch hier so, aber hey. Ich meine, wenn man gute Werte hat, so an sich. Das fand ich schlecht. Wie sieht eigentlich meine Rüstung aus, so? Was? Besser? Links? Nee, das wollte ich gar nicht.
Man kann das auch ändern, dass ich nicht mehr Feuer bin, sondern was anderes. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Was kann denn mein Helm so? Lebenspunkte und Angriff. Okay, ich bin zwar Fernkämpfer, aber auch ein Fernkämpfer braucht Angriff, ne?